Es gibt viele Menschen, für die der Zugang zu Arbeit mit kleineren und größeren Hürden und Schwierigkeiten behaftet ist. Dies betrifft vor allem Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge, Behinderte und ältere Menschen. Wie die Perspektive bei der Arbeitssuche aussieht und welche Möglichkeiten auf dem Weg in den Arbeitsmarkt bestehen, darüber wurde bei einer Veranstaltung des VBI, des Asylarbeitskreises und der Heidelberger Dienste am Mittwochabend im Welthaus am Heidelberger Bahnhof gesprochen. Mit dabei war auch eine Vertreterin der IG Metall. In kurzen Vorträgen schilderten die beteiligten Organisationen ihre Tätigkeitsbereiche und Unterstützungsangebote. Im Anschluss beantworteten sie Fragen des anwesenden Publikums. Wir wollen mit dieser Veranstaltung heute Abend uns an Gruppen wenden, die in irgendeiner Weise betroffen sind von der Schwierigkeit, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Und das können sowohl Flüchtlinge sein als auch Nicht-Flüchtlinge. Das wissen wir ja, sind viele Gruppen in der Gesellschaft betroffen. Mia Lindemann erklärt in ihrem Vortrag, dass sich die direkte Kommunikation und der Aufbau eines Netzwerkes, in dem auch Firmen vertreten sind, bei der Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt bewährt hätten. Ina Engelsberg vom Welcome Center der Heidelberger Dienste stellte die verschiedenen Projekte des Welcome Centers vor, die sich vor allem an Jugendliche, Frauen und Flüchtlinge richten. Also wir haben drei Träger, die Heidelberger Dienste, dann das Landratsamt Rhein-Neckar für den Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim die Bürgerdienste und die Wirtschaftsförderung Mannheim. Genau, so haben wir einfach die Möglichkeit, ganz, ganz weit Beratungen durchzuführen für Menschen aus dem Ausland vordergründig, die hier in Heidelberg und der Umgebung auf den Arbeitsmarkt finden wollen. Jörg Schmidtrohr und Gudrun Sartorius vom Verein für berufliche Integration gaben ebenfalls einen kurzen Überblick über die vielzähligen Integrations- und Inklusionsprojekte ihres Vereins. Darunter sind diverse Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte wie der Pflegedienst des VBI, der Rathof Bergheim sowie weitere Praktika und Mehrbedarfsbeschäftigungen in diversen anderen Unterprojekten. Und dann, was hier noch nicht steht, in sogenannter ist auch geplant von uns aus, in Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheinen. Also wir praktizieren den in anderen Bereichen, also für Nicht-Flüchtlinge. Die werden davon, also die Menschen werden vom Jobcenter zugewiesen, um so gezieltes Coaching zu machen. Milena Brot von der IG Metall ging zur Ergänzung des Ganzen auf einen speziellen Tarifvertrag ein, der Menschen mithilfe eines Förderjahres den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Also wir haben zum Beispiel einen Tarifvertrag abgeschlossen in Baden-Württemberg, der heißt Tarifvertrag Förderjahr, der Einstieg zum Aufstieg. Und da geht es eben darum, dass speziell junge Leute, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben oder denen vielleicht auch einfach die Vorkenntnisse fehlen, dass die Möglichkeit haben, ein halbes Jahr oder ein Jahr so eine Art Praktikum in dem Betrieb zu absolvieren, wo sie auch dann Erfahrungen sammeln, wo sie auch einen Tag Qualifizierung in der Berufsschule bekommen. Und dass, wenn die Betriebe das anwenden, funktioniert das in der Regel sehr gut. Also die Leute haben am Ende dann auch die Qualifikationen, die notwendig sind, um am Ende in die Ausbildung einzusteigen. In der Frage-Antwort-Runde drehte sich die Diskussion dann unter anderem um die Themen Integrationsgesetz, Azubi-Mangel, Sprachkurse, Qualitätsstandards der Integrationskurse, Ausbildungsvoraussetzungen, Dokumentenanerkennung, diverse Beratungsangebote und andere Aspekte der Arbeitsmarktintegration. Insgesamt wurde klar, dass es für die betroffenen Personengruppen einerseits viele Schwierigkeiten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt gibt, andererseits aber auch immer neue Projekte und Angebote zur Förderung von Beschäftigung entstehen. Ein großes Hindernis sei vor allem für Flüchtlinge noch immer die Sprache. Erschwert wird die Arbeitsaufnahme allerdings auch durch diverse bürokratische Hürden und Genehmigungsverfahren. Erfreulich sei hier allerdings die steigende Anzahl an Arbeitgebern, die bereit seien, auch schwierigen Fällen eine Chance zu geben. Also wir machen einfach die Erfahrung, dass es natürlich ein gewisses Standardprozedere gibt, wie man so in den Arbeitsmarkt einsteigt. Und da ist in der Regel eine Ausbildung und dann kommt eben die Facharbeit, eventuell eine Weiterbildung. Und Leute, die das sozusagen nicht haben, haben es erfahrungsgemäß einfach sehr schwer. Und es ist dann auch teilweise nicht immer so einfach, die Arbeitgeber zu überzeugen, dann so Leuten auch eine Chance einfach mal zu geben. Ich denke, da sind dann auch die Arbeitgeber gefordert, weil die wollen die Fachkräfte, die wollen die gut ausgebildeten Leute. Müssen sie auch die Leute unterstützen, wenn die eine Weiterbildung machen wollen.